Es war ein wunderschöner Tag auf dem Meer. Der Fisch und das Seepferdchen erledigten ihren Alltag. Der Seestern drehte seine frühmorgendliche Runde. Und auch die Krabbe war endlich aufgestanden. Doch was war das plötzlich? Ein Clown und ein Huhn? Mitten auf dem Meer? Waren das nicht England und Slowenien? Und dieser Fisch, der kein Fisch ist, sondern eigentlich Rumänien? Am nächsten Tag wurden es immer mehr. Eine portugiesische Prinzessin, gefolgt von einem polnischen Monster, dann noch eine albanische Wasserflasche. Die Krabbe und der Seestern waren sehr beunruhigt, denn die ungewohnten Gäste brachten eine Unordnung mit sich. Auch Serbien, Italien und Litauen kamen verkleidet. Plötzlich waren da ein georgischer Hase, eine spanische Schnecke, ein lettischer Baum, ein schwedisches Schwert und ein bosnischer Fuchs. Die Krabbe fürchtete sich und traute sich gar nicht mehr richtig aufzutauchen. So geht das nicht weiter. Und sie berief eine große Versammlung der Meerestiere ein. Sie fragten schließlich die Sonne um Rat. Und die Sonne verschwand einfach wieder, denn sie hatte einen Plan. Plötzlich wurde es kalt und ungemütlich. Die Temperaturen sanken rasch unter 0 Grad und die Meere froren zu einer einzigen Eisschicht zusammen. So etwas hatte es noch nie gegeben, denn Nord- und Südpol waren plötzlich verbunden. Schön für die Pinguine und die Eisbären, die endlich einmal zusammenspielen konnten. Da waren sie ja immer noch, der englische Clown, die spanische Schnecke und die portugiesische Prinzessin. Ganz traurig, denn sie hatten alle nur einen Gedanken. Wo ist Europa? Oh, war das nicht gerade die Klasse 3D da oben? Nun passierte etwas sehr Interessantes. Genau genommen ein Autobus mit viel zu großen Passagieren auf dem Dach. Gefolgt von einem fliegenden Teppich mit der Prinzessin und dem französischen Vogel. Und wenn man es nicht mit seinen eigenen Augen gesehen hatte, ein außerirdischer Transporter, der gerade Hase und Schwert abholt. Ein Glück, auch Großbritannien wurde nicht vergessen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Klasse 3D war es, die von der Sonne geschickt wurde. Denn ihr Plan ist nun aufgegangen. Und so brachte sie das Eis endlich wieder zum Schmelzen. Plötzlich war alles wieder wie vorher. Nur eines nicht. Europa hatte sich wiedergefunden. In einem neuen Kleid, mit neuen Nachbarn und Freunden. Und das mit Hilfe der Schüler und Schülerinnen der Klasse 3D.